Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind immer noch in den Quarterfinals des EU Craft Cup Number 31 und das ist jetzt Match Nummer 2 des letzten Quarterfinals zwischen dem grünen Söldspieler Mouse Morrow und dem gelben Protospieler RG Roll. Wir haben bereits gerade auf Metalopolis gesehen, wie Mouse Morrow mit der puren Masse der Zerg-Armee den Protospieler überrannt hat. Dieser hat ihm leider zu viel Zeit gegeben, genug Expansions zu nehmen, und dadurch hat natürlich Morrow sich die Chance nicht entgehen lassen und hat im Grunde mit schierer Masse des Schwarms den Protospieler komplett in den Boden gestampft. Aber jetzt sehen wir, wie gesagt, Match Nummer 2 aus diesem Best of 3, dass die beiden Kontrahenten sich auf Zeldnara Caverns gegenüberstehen. Das heißt, One-on-One-Map, beide wissen, wo der Gegner ist, und wir könnten vielleicht sogar einigen Cheese jetzt hier erwarten. Jetzt erstmal hier der Overlord von Mouse Morrow auf dem Weg in die gegnerische Basis und die Probe zeitgleich hier auf diesem Weg. Das heißt, beide erstmal Standardaufbau, und ich bin gespannt, ob Morrow wieder den sicheren Gang gehen wird mit First Spawning Pool und danach Hatchery, oder ob er vielleicht hier eine Early Hatchery versuchen wird. Erstmal kommt jetzt hier die Drone an und guckt erstmal, okay, was ist Phase, was ist hier los, was kann ich machen und was nicht. Roll baut zeitgleich erstmal das erste Gateway. Also komplett Standardaufbau zu diesem Zeitpunkt hier. Und wir sehen Morrow erneut hier mit dem Early Spawning Pool und möchte auf jeden Fall erneut den sicheren Gang machen. Die Drone hier, die Probe hier, auf jeden Fall dabei, sicherlich, wenn die erste Drone rauskommt, den zu blocken, baut er sicherlich einen Pylon hin und so weiter. Das ist üblich, einfach nur um das Timing der Expansion zu verlangsamen und den Zerg-Spieler etwas zu nerven. Was man noch sagen kann, dieses Schnellpatrouillieren ist ja seit dem neuen Patch nicht mehr möglich. Damit sieht er auch, dass die Patches, wie gesagt, Patch 1.2.2 sind. Spawning Pool ist so gut wie fertiggestellt für den Zerg-Spieler. Und da kommt die Drone und gleich wird es hier richtig heiß her losgehen. Und da kommt jetzt hier, komm schon, ja. Und jetzt gibt es hier übel aufs Fressbrett für die einzelne Probe. Die wird natürlich versuchen, jetzt irgendwie hier rumzufahren und gleich einen Pylon down zu setzen. Und wird es passieren, Bin ich sehr gespannt. Währenddessen der Protospieler mit dem Cybernetic Score. Ja, normaler Aufbau auch bei ihm, und ich bin gespannt, ob wir wieder erneut das Freegate sehen werden. Freegate und dann Into Stargate oder ähnliches. Also hat er einen abgewandelten Build Order genommen. Hat leider nicht so gut funktioniert, war von der Unit Composition eigentlich ganz gut, aber hat natürlich am Ende sich nicht wirklich ausgezahlt. Ja, wir sind doch jetzt hier, der Pylon ist da. Und ich denke, die ersten Zerglinge, die jetzt gleich hier rauskommen werden, werden sicherlich sofort anfangen, hier an den Pylon zu arbeiten, da natürlich der Zerg-Spieler dem Protoss nicht erlauben will, überhaupt irgendwas hinzubauen. Und dann kommt der nächste Pylon, der wird abgebrochen, und damit sieht man auch jetzt hier, okay, ganz, ganz klar, der wird natürlich noch mehr Zeit schinden. Da kommt die Probe, und er bricht ab, und dann sind die Zerglinge da, und ich denke, die Probe hier wird auf jeden Fall das Zeitliche noch segnen. Wenn sie Glück hat, kann sie noch entkommen, mit dem leichten Trick natürlich, dass man hier einfach auf Mineral Patch klickt. Dann kann die Probe einfach durch die eine durchglitschen und kann einfach nach Hause fahren. Double Guest bereits jetzt hier für den Protoss-Spieler, und wir haben nur zwei Gateways am Start. Und ich denke, wir können direkt gleich sagen, was der Protoss-Spieler machen wird. Bin ich wirklich gespannt. Er wird einzelne Mineralien sammeln. Stalker ist auf dem Weg. Und was passiert? Der Zerg-Spieler, wie gesagt, hat die Hatchery gesetzt. Für ihn ist im Grunde jetzt klar, was er machen wird. Das nächste Gebäude wird dann entweder der Roach Wall oder die Hydrus, denn bin ich sehr gespannt. Und wir sind erneut jetzt hier Free Gateways. Okay, also wieder Free Gate. Und das ist ein Mistake von Morrow. Also ganz über Fehler auf jeden Fall von ihm. Also er hätte den Overlord sichern müssen und weiter an den Rand stellen. Das war der Scouting Overlord von ihm, und das natürlich ganz über die Verlierten direkt am Anfang hier. Und das ist natürlich nicht gut für ihn. Also sollte man auf keinen Fall machen. Jetzt hier sogar der nächste Pylon hier auf dem Weg, und das ist auf jeden Fall nicht gut. Dadurch verliert natürlich 100 Mineralien in Einheiten und vor allen Dingen verliert auch Supply-Punkte. Also das ist ein großer Punkt, wo ich sagen muss, das war jetzt nicht gerade Pro-Style, wie man es von Morrow erwarten könnte. Erneut hier der Roachworn auf dem Weg, und ich frage mich gerade, wo, ach, da unten baut er ihn. Und auch eine sehr, sehr beliebte Position, einfach aufgrund dessen, du kommst halt rein in die, auf die Choke, und da hast du erstmal eine Vision, sagen wir mal, bis hier ungefähr. Also so ungefähr ist dann die Vision-Einheit. Weiter kann sie nicht sehen, das heißt, der Roach Warn ist weit, weit weg, und er wird noch nicht revealed. Also ganz bewusst jetzt hier auch gemacht von Morrow. Und was ich nochmal betonen will, was Morrow als einer von wenigen Spielern macht, und zwar macht er so, er hat eine Queen für die Expansion, das ist üblich, er hat eine Queen für die Main Base, das ist üblich, und er hat eine Queen komplett für die Creep-Tümer. Das heißt sozusagen, er geht genau darauf, ist sehr darauf bedacht, den Creep weit über die Karte zu verteilen und vor allen Dingen auch weit in das Landesinnere zu tragen.
Wir sehen, dass der Protoss-Spieler einen sehr eigenen Tag gerade einschlägt. Und zwar, er hat also die Warp-Gate-Technologie fertiggestellt, geht jetzt aber auf Halluzinationen der einzelnen Sentries, hat bereits die Sentries am Start und hat dazu gleichzeitig die CD-Expansion genommen. Das macht er natürlich nur aufgrund dessen, damit er sich natürlich besser gegen das Harassment, gegen das Surf verteidigen kann. Dafür sind die Sentries gedacht. Einfach auch, damit sie ihr Force-Field setzen können, also ganz, ganz richtig von ihm. Und er baut erneut, wie letztens schon, auch mit der Lopolis hier so einen kleinen Wall auf. Also er macht das ganz bewusst hier, damit die Choke möglichst eng wird. Und was ich sehr gut finde von Morrow, erneut geht er hier, wir haben Minute 7 und er geht wieder auf das erste Upgrade für seine Waffen. Also wieder der Go, der Leertech ist auch schon in Gange und wir haben erneut den Switch auf die Robotics von Rowell. Er hatte ja letztes Mal erst das Stargate gepusht und danach die Robotics. Aber diesmal will er also erst auf die Robotics gehen. Ich denke, wir könnten sogar mit einem Early Colossus rechnen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was er machen könnte. Hat auch direkt hier einen kleinen Phönix halluziniert. Und damit kann er jetzt in Ruhe über die Karte huschen und gucken, ob jetzt hier irgendwo der Gegner vielleicht eine Expansion oder so am Start hat. Ob er hier irgendwo, keine Ahnung, einen Cheese baut und so weiter und so fort. Sieh mal hier, der Colossus fliegt hier über die Map und freut sich. Jetzt wieder die Main Base. Sieht auf jeden Fall auch den Roach Ward, sieht die Evo Chamber. Währenddessen macht der Search-Spieler den Clear Reconstitution hier. Go auf die Gold Expansion von ihm scheinbar. Also er wieder mal Morrow hier ganz darauf bedacht, sein Income wirklich in Höhe zu treiben. Könnt ihr mal gucken, wie hoch er ist. Und zwar Morrow mit 2 Harvester weniger, aber dafür leicht erhöhtem Income für ihn. Und die APM-Zahlen sprechen auf jeden Fall wieder für Morrow. Also wie im letzten Spiel schon, auch die Durchschnitt-APM sind einfach höher als die von Rowell. Zwar nicht wesentlich, aber auf jeden Fall einen gewissen Anteil. Bei der Army Size ist gerade jetzt Morrow mit knappen 10 Supply auf jeden Fall im Vorteil. Also er hat jetzt schon mit knappen 20 Supply. Also er geht sehr, sehr hart hier auf die Armee. Sieht doch jetzt hier einfach mal 4 Creep-Tumor, die hier vorne am Laufen sind, 5 sogar. Und da sieht man auch schon, wie weit das auf jeden Fall über die Karte verteilt ist. Jetzt kann er hier gleich in Ruhe die Expansion setzen, damit er auch hier das Income weiter erhöhen kann. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Morrow an dem Punkt auf jeden Fall ein extra klasse Spieler. Der Protoss-Spieler Rowell geht bewusst auf das 1-0 Upgrade, weil er auf jeden Fall jetzt gemerkt hat im letzten Match, okay, ich hatte zu wenig Upgrades, ich habe zu wenig dafür getan. Geht auch jetzt hier auf 1-0 und baut zeitgleich erstmal das Terminal Upgrade, also die Robotics Bay auch schon fertig. Damit wird der Kolossiker nicht gleich auf dem Weg sein. Und wir haben bereits Geschosse Level 2, also hier Maus ganz, ganz krass auf Upgrades bedacht. Und der ist auch hier dabei mit hier unten der Expansion, der kommt der Film und der sieht, okay, Gold Expansion am Start, muss ich aufpassen, erste Koloss wird gesetzt. Und ich denke, hier unten wird auch bald dann unser Zerg-Spieler Morrow die nächste Expansion setzen. Also ganz, ganz bewusst jetzt hier auch von ihm. Er geht auf dieses harte Makro-Game. Spire jetzt auf dem Weg. Kein Hydralis denn, aber auf jeden Fall der Spire. Und wir sehen, also dass der Zerg-Spieler gerade ungemein am Makron ist. Also jetzt hier auch ein paar Harvester weniger. Aber sobald die Gold-Expansion fertig ist, wird einfach mal das Income so krass in die Höhe schnellen, dass unser Protoss-Spieler Probleme haben wird, da überhaupt erstmal wieder ranzukommen. Die Army Size verrät auch, dass der Zerg Morrow mit knappen 22 Supply immer noch im Vorteil ist. Also das ist schon richtig übel. Und wir haben jetzt hier Mars Upgrades für ihn. Also jetzt hier auch wieder das Morrow und die Thundering Claws für die Roaches. Scheinbar ein beliebtes Upgrade hier von Morrow. Und der Protoss-Spieler macht es erstmal ganz clever. Wir versuchen, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Aber jetzt komme ich auf den Punkt. Auf der letzten Karte war es wirklich so, dass einfach mal der Rowell Morrow zu viel Zeit gegeben hat und aufgrund dessen am Ende Morrow so immens stark geworden ist und er darf ihn jetzt nicht sozusagen wieder so viel Zeit geben. Wenn er das tut, dann läuft er auf jeden Fall Gefahr, erneut das Spiel abzugeben. Und da will er den Go auf die Goldie Fetch machen, einzelne Surfinger laufen rein, sicher die auch ein bisschen auf die Scouten. Dazu ist 1-1 Upgrade jetzt hier auch bei dem Protoss. Und wir haben erneut Fly Attack Level 1. Das heißt, bald müssten die ersten Corruptor kommen. Bisher sind keine Corruptor auf dem Spielfeld. Aber ich denke, die Production Tab werden uns gleich welche zeigen. Jetzt hier erneut wieder der Push auf die Creep Tumor. Und das finde ich richtig gut von ihm. Und ich habe das im letzten Match schon angesprochen. Also er macht das ganz bewusst, um auch dem Zerg irgendwie Einhalt zu gebieten. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig überhaupt jetzt hier den Zerg in dem Punkt des Matches ansatzweise zu arresten. Er muss versuchen erstmal ihn mit einem großen Kampf die Hauptarmee wegzunehmen und danach kann man irgendwie weiterreden. Und ich muss sagen, die Contamination von den einzelnen Overseer sehr, sehr clever genutzt. Leider verliert er ihn jetzt trotzdem hier, aber dadurch erstmal der nächste Kloss absolut delayed. Ich glaube 15 Sekunden in den Dreh oder 30 Sekunden sind es glaube ich. So lange kann das Gebäude weder Upgrades noch Einheiten erforschen. Jetzt kam ja der Go auf die Goldspende, also er wollte sie scheinbar setzen, hat aber währenddessen nicht gepusht. Üblicherweise ist